Fischer mit dem Ballgewinn auf Can Keles. Und dann steht es 3:1 für die Wiener. Für Can Keles das erste Bundesliga-Tor. Den Ball mit 118 Stundenkilometern in die Maschen genagelt. Keine Chance für Schein Radlinger. Auch da eine leichte Diskussion. Ein Handspiel von Fischer in der Entstehung. Aber das war bei weitem.